Okay, ich zeige euch jetzt nonverbale Hypnose, das heißt, ich hypnotisiere sozusagen jetzt ohne großartige Wörter zu benutzen. Ja? Und ich zeige euch auch, wie ich das mache. So, ich fange einfach an. Wieder ab. Ist das okay für dich oder? Geht das gut? Nimm da lieber heute jemand anderen, glaube ich, besser. Ja? Mhm. Okay. Möchtest du? Genau, vielleicht drehst du dich ein bisschen so, genau, damit man so sehen kann. Gut, können alles sehen. Geht's ja gut? Okay, kannst du die Füße ein bisschen näher zusammenbringen? Genau, danke schön. Genau, und jetzt such dir einfach einen Punkt aus, irgendwo das Bild oder dieses Schmetterling oder da, wie du möchtest. Hast du einen Punkt? Mhm. Genau, ganz tief atmen. Und die Augen zu machen. Ich erzähle jetzt etwas an die Gruppe, du kannst weiter entspannen. Okay? Gut. Also, was habe ich gemacht? Fragen, bist du gekommen? Sie sagt nein, nein. Sagt sie ja, okay, dann steht sie auf. Das heißt, ist schon ein Ja da, also diese Yes-Set. Die Frage, kannst du dich bewegen, kannst du dich drehen? Ja. Kannst du die Füße zusammenbringen? Ja. Also je öfter sie Ja antwortet, muss nicht unbedingt antworten, aber vielleicht nickt sie nur, desto mehr weiß ich, sie will zumindest kooperieren, sie ist nicht dagegen, sie ist nicht gegen mich oder gegen Hypnose, hat sie keine Angst in dem Moment. Kann natürlich sein, dass sie kooperiert, weil sie Angst hat, ja. Also das ist mir die Frage jetzt, ja. Also, aber gut. In gewisser Art und Weise ist diese Angst auch nicht ganz so schlecht, weil sie merkt, dass aber nichts passiert und dass es ihr gut geht und so. Danach hat sie jedes Mal, wenn ich sage, macht die Augen wieder auf, manchmal macht die Augen wieder auf. Alles okay? Mhm. Gut, nochmal die Augen zu, dass alles in Ordnung ist. Ja? Ist das okay für dich, habe ich vorhin gefragt, wenn ich deine Schulter, deine Hand oder dein Herz, deinen Kopf berühre? Gut. Was macht ihr dann, also nonverbal jetzt, wichtiger ist dieser Punkt hier. Nicht unbedingt jetzt, weil da was weiß ich, was ein magisches Etwas ist, aber weil einfach hier ist der Frontallappen, wo die meisten Informationen kommen. Ja? Wir sind hier und wir hören Dinge und das, wenn man hier mit der Hand geht, nicht jetzt gleich Pank auf den Kopf so machen, sondern erstmal ganz nah kommen, ein bisschen so Reiki-mäßig, fühlen, dass eine gewisse Energie entsteht. Du fühlst diese Wärme, ja? Von ihrem Körper, von deinem Körper entsteht mehr Wärme. Wenn du auch hinten gehst, und balanciert sozusagen, fühlt sie sich wie geschützt. Die Theorie ist, dass im Gehirn ein Teil ist, der nennt sich Amygdala, das ist so ein nussartigen Teil, der für die Ängste zuständig ist, für Emotionen. Die Theorie ist jetzt aber keine großartige Wissenschaft. Ja? Also die Theorie ist, wenn man so macht, ja, und eine Weile auch so bleibt, dass diese Amygdala wird getrickst. Weil das ist der Teil in uns, der entscheidet, kämpfe ich jetzt, renne ich weg oder erstarre ich? Und die meisten Menschen erstarren. Ja? Weil etwas Ungewöhnliches passiert. Aber weil es jetzt eben nicht Negatives ist, sie entspannt sich. Aber es könnte auch sein, für sie ist ein bisschen, oh mein Gott, was passiert? Und sie erstarrt. Könnte aber auch sein, dass sie jetzt sich weigert, ja? Dass sie sich bewegt und du merkst, nee, sie will nicht. Dann musst du unterbrechen und schauen und fragen. Wie gesagt, normalerweise rede ich nicht. Es ist wunderbar, aber ich erkläre nur, was ich tue. Und gleichzeitig ist für euch so, ihr müsst vorstellen, als den Kopf wie so ein Luftballon werden, den du versuchst zu schützen, dass es nicht Peng macht. Ja? Das heißt, dieses Gefühl, du bist da und du kannst auch ein bisschen näher kommen, aber manchmal ist es für die Menschen angenehm, manchmal nicht. So einfach näher zu kommen, ist manchmal meistens sehr viel mehr. Du kannst auch ein bisschen bewegen und schauen, ob was passiert. Und ihr merkt schon, wie sie reagiert. In den meisten Fällen nehme ich auch die Hand und schaue, wie sie reagiert. Ja, also das heißt, ich nehme nicht die Hand ganz fest irgendwo, sondern ich nehme sie ganz leicht, also wirklich so. Am besten am Handgelenk oder hier. Und schaue, wie sie reagiert. Ja, kann sein, dass sie nach unten geht. Bei manchen bleibt es einfach stehen. Bei manchen geht es nach oben.
Ja, so als ob ich fliegen würde. Das sind diese drei Zeichen von meisten Trans. Ja, entweder geht es einfach nach unten so, oder sie bleibt einfach stehen, oder sie geht ganz nach oben. So, nochmal hier Herzbereich, ja. Auch hier vorne und hinten gleich, gleiche Geschichte wie oben. Nahe kommen, fühlen, Wärme. Vielleicht ein bisschen bewegen, gucken. Solarplexus ist auch, aber muss ich ein bisschen aufpassen. Heute würde ich eher lassen. Also, außer die Person sagt, ich habe kein Problem. Aber man könnte auch hier arbeiten, weil das ist auch total wichtig. Man sagt, das zweite Gehirn, weil die ganzen Nerven da sind. Und so. Gut. Was ich auch tue, ist, wenn die so steht, ja, ich gehe und schaue mir auch die andere Seite von ihr. Ihr merkt schon, ja, die hat eine gewisse Haltung. Ja. Ich gehe jetzt auf die andere Seite, aber während ich das tue, ich habe meine Hand hier, immer die Hand an den Mensch lassen, weil falls sie kippt, ja, du kannst reagieren. Und sie fühlt sich nicht allein gelassen. Ich bin ganz bei dir. Ne? So, das ist das, was ich vermitteln soll. Ich gehe auf die andere Seite. Warum? Weil ich kann die andere Hand auch testen und gucken. Ich kann die andere Seite des Gesichts anschauen, weil Gesichtshälfte etwas ist mehr so ja, privat und die andere Gesichtshälfte ist mehr so nach außen. Und immer ein Gefühl von Balancieren geben. Ja? Ich gehe so und balanciere. Man kann es auch mit dem Kopf tun. Nicht erzwingen, nicht jetzt den Kopf nehmen und erzwingen irgendwo. Sondern einfach mitgehen. Und immer aufpassen. Sehr gut. Geht's ja gut? Ist okay für dich, will ich jetzt aufhören? Ja. Dann kannst du die Augen wieder aufmachen. Gut, und wieder hinsetzen. Dankeschön. Danke. Du musst noch ein bisschen. Alles gut. Du sagst Bescheid, wenn du wieder bist. Ja, also. Möchtest du lieber nicht jetzt? Ich bin schon entspannt. Okay, möchtest du? Ja, okay. Dass man einerseits entspannter wird, aber gleichzeitig merkt man die Balance. Also, ich sage euch, ihr balanciert, aber die Balance geht weg. Ja, das ist diese Mischung. Ja. Weil du eben dich fallen lässt, Junge. Ja. Ja. Aber innerlich, also, es ist wie, wenn du im Bett gehst und du bist entspannt und im Grunde bist du so auf dem Bett. Ja, du bist nicht balanciert sozusagen. Du bist nicht so wie so ein Robot, jetzt bin ich balanciert. Das meine ich nicht. Ja, also du balancierst etwas innerlich, aber die Person entspannt sich irgendwo, deswegen fühlt sich, oh mein Gott, viele sagen, ich hatte Angst umzukippen. Ja, deswegen, aber gut, dann fühlt man eben irgendwas jetzt anders als sonst. Ja. Ja. Für mich ist dieser Widerspruch so eigenartig, ne? Bei dir würde ich gerne mal wissen, hast du auch, weil bei dir sah es extrem aus, hat sich das auch so angefühlt eigentlich? Mhm. Ja? Mhm. Und hättest du nicht auch... Ich war total tiefenentspannt, ich glaube. Ja, da war ich, wenn man das möchte und so, dann kriegt man es auch ganz gut. Aber hättest du auch zum Beispiel wenn das Gefühl, dass die Knie weich werden oder so? Also, was ist denn, jemand sich so entspannt? Du, ich hatte eine hier, die ist einfach auf die Knie gefallen. Ja. Okay. Ja. Und das war ja auch... Kommt vor. Ich weiß nicht. Ja. Das ist sehr selten, aber es passiert. Deswegen musst du ja immer aufpassen. Ja, aber du weißt nie, wie die Menschen reagieren. Also es gibt Menschen, die gleich sofort umkippen. Ja. Also deswegen, wie gesagt, ich tue es nicht. Immer die Hand hinten. Deshalb ist sie auch die Hand hinten. Genau, aber das kann sein, auch dieses einmal habe ich nicht erwartet. Diese Person ist vollkommen auf die Knie gefallen. Man sagt aber, wenn man schon so fällt, man weiß schon, was man tut. Also zum Beispiel jetzt die Frau hier, die man jetzt nicht mehr sieht, aber die war Kung Fu irgendwas oder irgendwie sowas. Also die ist zwar hingefallen, aber sie konnte mit ihrem Körper, also sie konnte wieder aufstehen wie so eine Mann. Dass dieser Widerspruch von außen sieht es oft so aus, als würde auch die Bewusstheit also total sich zusammendimmen. Ja, ja, ja. Ja. Aber also für mich gefühlt und von den meisten erfahre ich es auch, wenn ich frage, ist es halt nicht so. Ne? Sieht von außen oft so aus. Ja, ja. Aber, ne? Es gibt Menschen, die du sagst, von außen oder im Video, wow, 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 wow. Und die sagen, boah, ich habe nichts gemerkt, aber du siehst es auch in Schulhypnose oder jetzt bei, was weiß ich, Talent, Superstar, bla bla bla. Die machen Hypnose und die glauben nicht daran, dass sie in Hypnose waren. Die haben das nicht so wahrgenommen. Die haben sogar vergessen, zum Teil, dass sie das erlebt haben. Wenn man das suggeriert, du hast jetzt alles vergessen. Es kommt dann wieder danach. Also nicht, dass man denkt, man kann wirklich, also alles bleibt irgendwo. Okay, ich habe dich unterbrochen, aber weil es ist immer so, wenn, also ich möchte, dass die Leute selbst erstmal erzählen und zweitens,
ist mir wichtig, jeder von uns hat eine andere Vorstellung, wie die Dinge funktionieren, warum so. Und ich versuche ein bisschen neutral zu bleiben, ja? Weil jemand ist mehr so esoterisch, jemand ist mehr so, glaubt an was weiß ich was. Es gibt viele Erklärungsmodelle. So. Und das ist dann manchmal schwierig, weil jemand vielleicht fühlt sich jetzt, okay. Aber nur um zu sagen, immer ein bisschen Raum lassen für den Klienten. Möchtest du, oder?